Die Schwertseelen werden die Meta komplett umkrempeln und dazu gibt es jetzt einen kleinen Guide zu dem Schwertseelen bzw. Sword Soul Deck hier bei mir auf dem Kanal. Let's Grinder! Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem neuen Video mit einem kleinen Guide diesbezüglich. Vorneweg, ich wollte eigentlich keine Guides mehr wirklich bringen, weil, ich habe noch andere Videos, die ich geplant habe, aber das Deck hat so gut gestern im Stream funktioniert. Ja, Halleluja, das muss ich euch zeigen. So, da sind wir natürlich auch im Game und ich zeige euch mein Deck, was ich zusammengestellt habe. Es ist natürlich nicht das ultimative 100% perfekte, weil mir ein paar Ultra-Rares gefehlt haben und habe da stattdessen halt ein paar Staples genommen. Ist, glaube ich, zu verzeihen. So, wir gehen hier mal ganz kurz durch. Was ist denn ein Schwertseelen-Deck überhaupt? Schwertseelen-Decks ist quasi ziemlich einfach erklärt. Du hast deine drei Primärmonster. Die drei Primärmonster wären einmal Moye, einmal Langguan und einmal Taya. Ja? Und diese drei sind eure Pfeiler im Deck quasi, ja? Denn diese drei haben erstmal zwei Effekte. Erst einmal hat es einen Effekt, dass sie ein Token aufs Spielfeld befördern, also eine Spielmarke aufs Spielfeld befördern, diese man natürlich dann benutzen kann für Synchro-Beschwörungen und das ist so das heftigste überhaupt. Der zweite Effekt ist, wenn die Karten auf dem Friedhof landen, gibt es einen zweiten Effekt. Und da möchte ich nochmal ganz kurz durchgehen, was das auch natürlich auch ist. Und hier seht ihr, wie gesagt, auch die Übersicht. Und ganz klar, easy erklärt, Maxi ist natürlich drin. Könnt ihr natürlich dreimal reinnehmen, wenn ihr Bock habt. Ich habe zum Beispiel die Aschenblüte auch nochmal dreimal drin. Das ist halt einfach Meta. So muss das sein. Dann habe ich ein Schicksalsheld drin. Denn, da kommen wir aber jetzt als zweites dazu. Ja, erkläre ich euch, warum. Erst einmal die Schwertseele. Schwertseele generell, denn man kann Schwertseelen generell anders spielen. Ne? Man kann verschiedene Engines nehmen, man kann auch die Tenji Engine spielen mit diesen artigen Drachen. Die habe ich aber nicht, deswegen ist es jetzt Schwertseelen DPE. Ja? Und DPE steht für diese Karte hier unten, für den Destroyer Phoenix Enforcer. Und das werden wir auch noch gleich mit ansprechen. Erst einmal Schwertseelen. Wie spiele ich denn das Ganze? Na, ich werde euch natürlich auch gleich ein paar Spiele einblenden, wie das hier vonstatten geht. So, Schwertseele von Moye ist quasi das erste, was du spielst. Wenn du die auf der Hand hast, spielst du die Karte. Denn sie kann mit entweder Normalbeschwörung oder Spezialbeschwörung beschworen werden. Kannst du eine Karte, beziehungsweise eine Schwertseelenkarte oder eine Wire-Monster-Karte vorzeigen und dann eine Spielmarke beschweren. Das ist so deine To-Go-Sache, ne? Das ist das, was du als allererstes tust, weil eine Normalbeschwörung ist natürlich easy, ne? Zu machen, logisch, du beschwörst halt einfach, kriegst eine Spielmarke und hast direkt 8. Hast du direkt 8 Sterne und kannst direkt eine Synchro-Beschwörung machen, ne? Und genau das tust du auch. Du machst nämlich eine Synchro-Beschwörung und sobald du eine Synchro-Beschwörung gemacht hast, landet diese Karte natürlich auch im Friedhof und hat natürlich einen Effekt. Und zwar der Effekt ist, dass du eine Karte ziehst. Ist doch schön. Das ist ein Tausch. Da bin ich doch gerne mit dabei, oder? Meistens habe ich jetzt hier noch so ein paar extra Monster. Nicht alle sind unbedingt jetzt, oh, das müsst ihr jetzt unbedingt mit reinnehmen, sondern die Key-Karten, die wichtig sind, wären zum Beispiel die Karte Blumenbaronin, ist halt Nummer 10. Ja, Nummer 10 wäre dann die Blumenbaronin. Sehr, sehr starke Karte. Schwertseelen-Oberherrscher ist auch eine starke Karte, aber wenn ihr die Wahl habt zur Blumenbaronin, dann nehmt ihr auf jeden Fall die Blumenbaronin, ne? So, wer will natürlich die beiden, diese Karte jetzt geopfert haben quasi für eine Synchro-Beschwörung, haben wir natürlich ein 8 Sterne. Das heißt, wir können natürlich diese Monster hier zum Beispiel nehmen. Wie zum Beispiel Schwertseelen-Großmeister, hat einen schönen Effekt und sowas, dass du halt eine Karte von deinem Deck oder Hand hinzufügen kannst oder eben verbannen kannst, wenn du die Karte gespielt hast. Das ist doch schön. Es gibt sogar noch einen zweiten Effekt. Und zwar kannst du eine Karte verbannen vom Friedhof von der Hand oder Friedhof verbannen und ein Monster auf dem Spielfeld wählen, wessen Effekt annulliert wird bis zum Ende des Spielzugs. Ist so auch gar nicht mal so schlecht. Zwei Effekte, starkes Monster direkt in der ersten Runde, 2800 mit zwei guten Effekten, kann man, glaube ich, nicht meckern. Natürlich gibt es auch noch andere Karte wie Draco Berserker, der Tenji. Alle haben natürlich gute Funktionen, auch wie Weißer Aura-Wahl, haben halt gute Effekte. Glanz des Yang Xing zum Beispiel, klar. Generell. Ne? Wichtig ist aber dabei zu wissen, das sind jetzt nicht die Karten, die muss man unbedingt drin haben, sondern packt eure Lieblingssynchros rein mit guten Effekten, die halt die Stufe 8 haben, dann ist das einfach ein guter Weg, da mal, das zu spielen quasi, ja. Wichtig sind nur eben die beiden Schwertseelen-Großmeister, wer wieder ausgesprochen, Xing Xiao, der ist auf jeden Fall
ziemlich hilfreich und auch ziemlich wichtig, meiner Meinung nach. Gut, dann habt ihr aber noch, eine andere Möglichkeit. Wenn das so eure To-Go-Karte ist, habt ihr noch eine andere Möglichkeit, es mit diesem Kerl hier zu versuchen, mit dem Long Juan. Denn der gute Bube, der macht's richtig geil. Ja? Den kannst du natürlich nicht einfach so beschwören, weil er natürlich eine Opferung braucht. Aber du kannst die spezial beschwören, indem du halt eine andere Schwertseelenkarte oder ein anderes Wire-Monster abwirfst von der Hand. Und dann kannst du die spezial beschwören. Und genau dann kriegt er auch ein Token. Ja? Deswegen, das ist so die zweite Mechanik, die ihr machen müsst oder solltet. Erfordert natürlich eine weitere Karte in der Hand, die man halt eben abwerfen kann. Aber dann beschwörst du halt eine Spielmarke und damit hast du insgesamt genau 10 Sterne. Ne? Und du kannst direkt eine Synchro-Beschwörung machen. Außerdem, wenn man diese Karte dann als Synchro-Beschwörung benutzt und das auf dem Friedhof gerät, machst du nochmal 1200 Schaden am Gegner. Auch ein netter Trade. So, ja, und dann hast du natürlich 10 Sterne und dann geht's halt los. Ne? Dann beschwörst du halt entweder den Oberherrscher, der eigentlich ziemlich ganz gut ist. Also hier steht ja auch, für jede verbannte Karte enthält diese Karte 100 Angriff. Und Monster, die dein Gegner kontrolliert, kontrolliert, verlieren 100. So, nicht schlecht. Für den Anfang wahrscheinlich nicht so gut. Deswegen immer Blumenbarone nehmen. Denn Blumenbaronen, tja, du kannst eine Karte auf dem Spiel verwählen, zerstöre sie, wenn das Monster kommt. Geil, oder? Oder, wenn ein Effekt aktiviert wird, du annullierst den Effekt. Oha. Und einmal pro Spielzug, während das Standby-Phase, kannst du ein Monster der Stufe 9 oder niedriger von einem Friedhof wählen, sie als Spezialbeschwörung beschwören, muss aber Blumenbaronin zurück ins Extra-Deck befördern. Was jetzt nicht so ultra schlecht ist, wenn du die Chance hast, diese Karte halt eben nochmal zu spielen. Also, strategisch gesehen, ziemlich gut und richtig fette Karten, die wirklich vieles, vieles aushebeln, was der Gegner vielleicht eventuell vorhat. Als nächstes haben wir noch die letzte Karte, Schwertseele von Taya. Da heißt es, spiel sie halt einmal oder hab sie halt maximal zweimal im Deck. Ich habe sie jetzt aufgrund, dass ich halt ein paar Staples gebraucht habe und nicht alle 100% Karten habe, halt dreimal mit reingenommen. Im Grunde genommen quasi das gleiche. Du kannst eine Schwertseelenkarte oder eine Wire-Monster von einem Friedhof verbannen und beschwöre eine Schwertspielmarke Stufe 4. Dann hast du auch halt eine Stufe 8 sozusagen. Und wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, kannst du eine Schwertseelenkarte oder ein Wire-Monster vor deinem Deck auf den Friedhof legen. Gut, ja. Wichtig ist, oder was halt generell verstehen müsst, ist, dass die Karten, die auf den Friedhof gehen, nicht verschenkt sind, weil die kann man zurückholen oder halt eben verbannen und extra Effekte einsetzen. Also, diese Mechanik funktioniert ziemlich gut. Das heißt, man geht bei Null raus. Ne? Auch wenn du die Karten jetzt wegwirfst, die haben immer noch eine besondere Fähigkeit, die irgendwie wichtig ist für deine Runde. So, das sind so die Karten. Natürlich hast du auch hier die unglaubliche Ecclesia. Sie ist weder eine Schwertseele noch ein Weiher, aber sie hat die Möglichkeit, halt einfach eine Schwertseele zu beschwören quasi. Das heißt, du opferst die quasi für eine Schwertseele, was in dem Fall natürlich dann auch nicht schlecht ist. Ansonsten hast du halt noch Nibiru, ein paar Staples, jetzt nichts Großes. Hier mit Blitzsturm, dann hast du noch auftauchende Schwertseele, ziemlich straightforward. Du kannst einen Weiher oder ein kannst du eine Schwertseele halt holen oder ein Weihermonster holen. Genau, ja. Das ist einfach ziemlich easy. Du kannst auch die Stufe noch erhöhen oder verringern, je nachdem, ob du das eben brauchst. Ansonsten hast du halt noch Heiliger Gipfel der Schwertseele. Auch einfach zu erklärt. Hier wähle eine Schwertseele-Monster von einem Friedhof. Und falls du ein Synchro-Monster kontrollierst, kannst du stattdessen ein Weihermonster wählen. Ja? Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Ja? Nicht schlecht, halt um deine Monster halt eben zurückzuholen. Denn du brauchst halt Monster auf dem Spielfeld. Und das erkläre ich euch nämlich jetzt gleich. Nachdem ich dann hier nochmal durchgegangen bin. Ich habe Zwillingstwister zum Beispiel reingemacht. Man kann jede beliebige Karte reinpacken. Vom Grab gerufen, reißende Tribut. Wenn mal wirklich alle Dämme reißen. Unendliche Unbeständigkeit. Haben manche dreimal drin. Ich habe die Karte auch nur einmal. Deswegen geht es auch nicht mehr. Und Ohnmacht der Schwertseele hast du eben auch drin. Wähle ein Weihermonster, das du kontrollierst. Und zwei Karten, die dein Gegner kontrolliert. Zerstöre sie. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Dazu musst du natürlich erstmal ein Weihermonster haben. Je nachdem, was für ein Synchro-Monster du halt eben beschwörst. So, das soll es gewesen sein zu der normalen Schwertseele. Jetzt kommt das DPE, meine lieben Freunde. Und DPE, für was steht's? Genau, für den Kerle. Ja, Destroyer Phoenix Enforcer. Meine lieben Freunde, hammergeil. So, also, diese Karte, als die released worden ist, habe ich gelesen im OCN. Nicht OCN, OCG. War die in jedem Deck drin, weil die so unglaublich stark ist. Das Ding ist, sie ist auch einfach zu beschwören. Erst einmal, du ziehst einfach Fusionsschicksal. Und kannst diese Karte sofort beschwören, weil du deine zwei Helden hier, die beiden hier, einfach opferst. Putz. Beschwörst du diese Karte. Das Ding ist, diese Karte
Du kannst zwar das, du kannst zwar eine Fusionskarte beschwören, muss aber am Ende des Zuges weg. Ja, weg, tschüss, aus, weg, Friedhof, tschüss, ja. Das Ding ist aber, diese Karte hier hat einen besonderen Effekt, dass die Karte wieder kommt. Jetzt hört mir mal genau zu, ja. Also, das musst du alles machen, damit du es holen kannst, bla bla bla. Ist ja egal. So, ein Heldmonster der Stufe 6 oder höher plus ein Schicksalsheld. Ja, ist doch gut. Okay, Monster, die dein Gegner kontrolliert, verlieren für jede Heldkarte in deinem Friedhof 200 Angriff. Das sind halt immer zwei, weil du sie setzt ja zwei ein. Also verlieren die schon mal 400 Angriff. Ja? Du kannst jeden der folgenden Effekte von Schicksalsheld Destroyer Felix Enforcer nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, jeden der folgenden Effekte. Erstmal, du kannst sowohl eine Karte, die du kontrollierst, als auch eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Ja, das heißt, du musst eine Karte von dir opfern und kannst eine Karte auf dem Gegnerseite zerstören. Klingt halt ganz okay. Falls diese Karte durch einen Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, ja, was im Grunde genommen entweder durch einen Kampf normal passiert durch den Gegner oder durch eben diese Fusionskarte, diese Zauberkarte, die wir eingesetzt haben, wird diese Karte dann quasi zerstört. Du kannst diesen Effekt aktivieren. Beschwöre wegen des Standby-Fests des nächsten Spielzug ein Schicksalsheldmonster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof quasi genau diese Karte wieder zurück. Unglaubliche Karte, super gut. Du kannst einfach kontinuierlich jede Runde ein Monster zerstören von ihm, sofern du halt auch eine Karte auf dem Feld hast oder halt eine Zauber- oder Fallenkarte. Diese Karte kommt nachdem sie zerstört worden ist, wieder zurück. Also, ich glaube, beschweren kann man sich nicht. Das ist eine verdammt gute Karte und vor allem auch einfach, weil du einfach nur diese einzelne Zauberkarte aktivieren musst und schon ist die quasi die Combo, die ja easy peasy ist, komplett schon durch. Hammer geil und das rundet du das ganze Deck ab. Sword Soul DPE, nur mal kurz zusammengefasst. Du spielst diese Karte als allererstes, wenn du sie hast, weil die Effekte schnell easy sind. Beschwörst ein Synchro 8 Monster, hast dann die Karte oder noch andere Karten in der Hand, machst eine Spezialbeschwörung, holst du die Baronin, hast du diese Karte, wo ist sie nochmal, hier die Karte, holst du deinen Destroyer Phoenix Enforcer, fertig. Das ist das gesamte Spiel, das ist das Deck, das ist fertig. Es ist so einfach zu verstehen eigentlich, aber trotzdem so stark. Das ist so das Ding, ja. Deswegen gefällt mir Destroyer Phoenix Enforcer ziemlich gut. Ich werde noch ein anderes Video veröffentlichen, weil ich sehe schon, das geht schon wieder sehr, sehr lange, das Video. Und ich will hier keine 20-Minuten-Videos rausballern. Das ist sozusagen der kleine Guide. Das ist auch die Kartenliste, die ihr hier seht, die ich halt eben benutze dafür. Ja, und jetzt schwinge ich meinen Arsch mal in Ranked und bin mal gespannt, was da so abgeht. Let's go. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Hallo, wir rein und viel Spaß beim Duellieren. Let's go.